Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Marvel's Spider-Man 2. Im letzten Part standen etwas mehr Nebenaktivitäten auf dem Plan. Wir konnten erfolgreich die Mysterio-Questline abschließen und haben herausgefunden, dass hinter diesen ganzen Herausforderungen, wo auch Leute als Geiseln gehalten wurden, in Wirklichkeit nicht Quentin Beck alias Mysterio steckte, sondern seine beiden Gehilfinnen, die auf seinem Namen hin sich eine goldene Nase verdienen wollten und ihm am Ende alles in die Schuhe schieben wollten. Puh, aber Miles konnte das Ganze aufklären, die beiden wandern jetzt verdient in den Knast und Mysterio bzw. Quentin Beck hat verlauten lassen, dass er natürlich als Mysterio immer als Schurke gesehen wird, aber die Person hinter der Maske, ne, Quentin Beck, da wird es schon ein bisschen komplizierter. Damit wollte er, glaube ich, sagen, dass er jetzt viel mehr als Quentin Beck auftreten möchte und nicht mehr als Mysterio, denn der Name Mysterio, der ist schon längst gebrandmarkt als Schurke. Das kann er auch nicht mehr ändern. Deswegen will er aber auch nicht mehr unter diesem Synonym arbeiten. Und das respektiere ich auf jeden Fall. Eine coole Sache. Gut, bevor wir die nächste Nebenmission machen, würde ich sagen, wir widmen uns ein paar weiteren Nebenaktivitäten, die hier gerade in der Nähe sind. Und ich würde auch sagen, diese Nebenaktivitäten werden wir jetzt, so gut es geht, mit Peter abschließen. Deswegen. Upsala, nein. Ah! Genau, zu Peter wechseln. Das wollte ich. Mitten im Flug. Was ist los? Von der Taube angekackt? Naja. Jedenfalls, wir holen uns mal eine weitere von Marcos Erinnerungen. Direkt hier oben. Hallo. Wie viele? Denn noch bitte! Oh. Wie viel Schaden wir mittlerweile den Sandknechten machen. Was willst du beschützen? Oh. Bam. Oh. Wow. Was zum. Okay. Zurück zum planmäßigen Programm. Weiter mit dem Sandkristall. Genau. Ich fange an zu schreien und verliere die Fassung. Wenn sie dir etwas angetan haben, ich spüre, wie der Sand die Kontrolle übernimmt. Und dann schütten sie irgendeine Chemikalie auf mich. Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich gebe mein Bestes, wach zu bleiben. Ich verliere das Bewusstsein. Und dann sehe ich schwarz. Muss starkes Zeug gewesen sein, wenn es Sandman umhaut. Aber was ist mit Chemia? Gute Frage. Alles wird schwarz. Stadtmarken. Okay. Upsala. Bekommen wir jetzt irgendeine neue Info? Werden wir angerufen? Vielleicht? Kriegen wir gleich einen Anruf? Distriktbelohnung, seltene Technikteile. Nice. Wow, wow, wow. Weniger Jäger? Juhu! Fallen? Ich wollte gerade sagen, Alter! Das ist hier ja echt ziemlich gut gesichert. Gibt es hier überhaupt menschliche Gegner? Ich habe das Gefühl, es stehen nur die Vögel hier. Ich muss diese Laser deaktivieren. Hier muss irgendwo eine Schalltafel sein. Wow. Boah, das war eng. Da irgendwo bestimmt. Ja, ich denke, das sieht gut aus. Wow. So weit hoch
Wollte ich jetzt auch wieder nicht. So. Hoppla, oh, ich aua. Sollte besser aufpassen. Ich sollte Akrobatikstunden nehmen, bevor ich mich wieder an Fallen versuche. Puh. Das war's mit den Fallen. Ich bin eine Spinne mit Köpfchen. Und die anderen Vögel, die jetzt auf mich aufmerksam geworden sind und zu mir geflogen kamen, sind zum Glück direkt zerstört worden. Okay, Drohne, was hast du für mich? Gut, gut, gut. Was ist in dieser Basis? Da. Du besuchst also oft andere Ansitze. Zwei weitere Ansitze. Ich muss die Basis finden. Also weiter mit den Ansitzen. Wir haben direkt hier neben auch noch sowas. Das übernehmen wir dann auch direkt. Hallihallo. So. Guten Tag, New York. Hier spricht euer Spider-Man. Ja. Wenn ich Daten habe, beenden wir diese Jagd. Oh, schade. Ich dachte, jetzt macht er weiter mit seiner Nachrichtensprecherstimme. Oh no. Menno. Aua. Ach, come on. Jetzt, mein Fernseher. Oh. Und die Fernbedienung liegt gerade sehr ungünstig. Zurück in den Windschatten. Ich muss sie einholen. Ja. Mann. So, danke. Die kleinen Kerle, die sind echt heftig. Perfekt. Sehr gut. Die Mama wird gleich echt sauer. Ich werde langsamer. Zurück in den Windschatten. Okay. Die Hälfte der Daten habe ich schon. Sehr gut. Oh. Oh. Drohne lädt Nachbrenner, um zu entkommen. Fange sie schnell. Oh oh. Habe ich zu lange gebraucht, oder was? Ich versuch doch. Auf 10% Dreck. Oh! Alter! Puh, da hat bestimmt nicht mehr viel gefehlt. Nur noch 10%. Das kann nicht sein. Alle Ziele haben exakt die gleiche DNA. Es ist die gleiche Person. Aber wie? Okay, das ist echt unheimlich. Ich muss das knacken. Ich brauche noch eine Drohne. Okay, ja, das ist durchaus merkwürdig. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Unbekanntes Ziel, cool. Genau, da geht's mit der Story weiter. Da haben wir... Wow, was war da? Wow, hallo! FSDN-Anfrage, Finanzviertel, Finanz... Okay. Da haben wir noch ein paar weitere Aktionen markiert bekommen. Sehr gut. Oh, Spiderbot, Spiderbot. Jawohl, Spiderbot. Hi. Sieh dir diese Schnauze an. Spider-Ham, Spider-Bot. Nicht zu fassen. Der ist ja der Hammer. Ich sag's ja. Across the Spider-Verse, all over okay, again. Okay, dann helfen wir mal EMS. Wo ist dieser Kiosk? Okay, let's go. Hallo Peter. Wie Sie sehen, sind diese Cassava-Pflanzen gesund und äußerst robust. Sie wachsen aber leider zu langsam.
Wir wollen sie deshalb mit einer ertragreicheren Sorte kreuzen und brauchen Hilfe. Die Cassava-Pflanzen wachsen zu langsam. Hm? Ich muss zur ESU. Eine Professorin dort hat eine neue Art entdeckt, die beeindruckend schnell wächst. Sie wären eine perfekte Hybride. Ihre seltene Variante der asiatischen Cassava-Pflanze wächst wie verrückt. Ich muss nur ein Blatt mit unseren splicen. Die Professorin sucht immer nach praktischen Anwendungen. Sie wird sich über eine Zusammenarbeit freuen. Hm. Okay. Dann. Oh nein. Oh. Nein! Jemand hat die Cassava gestohlen? Ich muss die Diebe noch in der Nähe aufspüren. Vielleicht sind immer noch Pollenspuren in der Luft. Ja. Hab sie. Gut, dass diese Pflanzen windbestäuber sind. An ihren fliegenden Pollen kann ich den Weg verfolgen. Mal sehen, wo diese dubiosen Pflanzendiebe hin sind. Alter. Bei gut, so dass ich nicht allergisch auf diese Pollen bin. Nur ein Zufall. Ich bin nicht allergisch. Wen willst du gerade hier überzeugen? Alter, ich wollte gerade schon sagen, bei so verdammt dichten Pollenwolken, das ist ja der Albtraum eines jeden Allergikers. Und ich habe das Gefühl, selbst Nicht-Allergiker werden an diesen Wolken ihren Spaß haben. Da ist sie. Oh. Die Pflanze ist ein echter Rockstar mit all der Security. Tja, hol die Pflanze zurück. Kein Problem. Ich will auch etwas pflanzen. Meine Faust in dein Gesicht. Ne. Ich brauche diese Pflanze für ein Experiment, um New York zu ernähren, wenn dir das irgendwas sagt. Nein, hört nicht. Nice. Was für eine Pflanze ist das? Ich glaube, das ist die Gummizellenpflanze. Okay. Oh, hi. Lass ihm die Lichter aus. Boom. Wo ist jetzt diese Pflanze? So weit kann sie nicht sein. Okay. Okay, Kumpel. Ein kurzer Stopp bei Feast und dann bringen wir dich nach Hause. Alles klar. Wir haben diesen teuflischen Plan im Keim erstickt. Hast du mich dabei gesehen? Ja, dachte ich mir. Hm. Moment, du heißt nicht Audrey, oder? Parker, hör auf mit der Pflanze zu reden. Ich wollte gerade sagen, er redet mit der Pflanze, oder? Ich verstehe das richtig, oder? Jetzt borgen wir uns was von deinem super speziellen Genmaterial. Und helfen deinen Cousins, schneller zu wachsen. Guter Plan. Okay, wir wollen ein paar extra Wachstum-Gene von unserer Gastpflanze. Mhm. Alles klar. Ah, wir müssen alles verbauen. Alles klar. Kriegen wir hin. Denk. Mal sehen. Passt in beide Richtungen das hier? Da ist er! Was zum... Oh nein, das passt du nicht an! Diese Pflanze muss euch echt wichtig sein! Trau dich, Quatsch! Spider-Man hält sich für so clever! Hab ich das gesagt? Wir sind hier bis hierher gefolgt. Ziemlich dämlich. So. Keine weiteren Unterbrechungen mehr. Versuchen wir es nochmal. Warum habe ich das Gefühl, die kommen noch einmal hier vorbei? Irgendwie habe ich das gerade im Blut. Wie passen die bloß zusammen? Ja, habe ich mir gedacht. Doch so rum. Dann das hier hin. Das hier hin. Das sollte eine Cassava ergeben, die schneller wächst, ohne Ernte einzubüßen. Passt. Nice. Na, bitte. In dieser Werkbank wird die Pflanze sicher sein, bis die ESU ihre Gewächshaus-Security aufstockt. Mit diesen neuen Hybriden wird Feast ihre Ernte wirklich verbessern können. Sehr gut.
Oh, Karte enthüllt Finanzviertel Schnellreise. Wunderbar. Und hier ist auch direkt der nächste Jägersitz. Ah. Das war mutig. Das war dumm. Aber ich bin immer noch nicht entdeckt worden, warum auch immer. Ausgenockt. Okay, warum ist der jetzt nicht safe? Ich sehe hier gerade niemanden, der in seine Richtung gucken könnte. Gerade hier oben nicht. Hab dich. Ha. Schön. Hier finde ich bestimmt ein paar heiße Jägerinformationen. Mhm. Ah, dort. Tut mir leid, wenn ich störe. Mhm. Zeit, mein Wissen zu erweitern. Wenn ich das Herbizid in ihr Sprinklersystem leite, kann ich sicher ein paar Jäger erledigen. Hm. Immer den noch letzten... kein Basisstandort. Auf zum letzten Ansitz. Aha, den letzten Ansitz finden. Ah, der ist da weiter unten. Okay. Dann würde ich sagen, bevor ich die weiteren Aktionen weiter im Süden mache, gehe ich zur nächsten Story-Mission. Bietet sich ja an. Oh Gott. Harry war beschäftigt. Ja. Gut, dass das Aufräumteam hier ist. Let's go. Es ist schlimmer, als ich dachte. Keine Spur von Harry. Er muss hier sein. Genki meinte, dass dort einige Zivilisten eingesperrt sind. Offenbar haben sie es als Unterschlupf genutzt. Boom. Wir bringen sie da sicher raus. Wie können es so viele sein? Als würde er eine Armee aufbauen. Laut seiner Aussage versucht er, die Welt zu heilen. In der App gibt es Dutzende von Nachrichten von Leuten aus dem Rathaus. Sie versuchen, aufs Dach zu gelangen. Dann sollten wir den Weg freimachen. Dort oben ist ein Notausgang. Na los! Wollen wir das Dach? Aha. Weit macht's mehr Spaß. Nice. Zerschlagen. Komm schon, Miles! Wir müssen los! Okay. Ich will keinen Druck machen, Jungs, aber es klingt nicht gut da drin. Wir arbeiten dran! Ja, eins nach dem ich anderen, Genki. Nice. Die Luft ist rein. Schaffen wir sie raus. Gut. Oh. Von dem Ding sei immer noch in ihm. Verstehe. Ich glaube, ich kann es aus ihm rauskriegen, wenn ich zur Quelle gehe. Dann komme ich mit dir.
sieht der Plan aus, Lee? Spider-Man finden. All diese dunkle Materie sollte uns zu ihm führen. Wow. Ich meine, ja, zugegeben, seine Fähigkeit, in die Geister von anderen einzutauchen, das könnte jetzt durchaus nützlich sein. Vor allen Dingen eventuell bei den Symbionten, die eine Schwarmintelligenz haben. Vielleicht können wir auf diese Art und Weise eine Verbindung zu Venom aufbauen und vielleicht sogar zu Harry. Alles klar, bin unterwegs. Wo sind wir überhaupt? Wir sind in Spider-Mans Geist. Ich hab gesehen, was die Kreaturen den Leuten in der Stadt antun. Sie dringen den Kopf ein, manipulieren deine Wünsche. Neidisch, weil sie kopiert haben? Ich weiß, das ist ein Witz, aber genau das meine ich. Dieses Ding fürchtet aus irgendeinem Grund meine Macht. Und ich, wir sind die Einzigen, die sein Versteck finden können. Also packen wir es an der Wurzel und Spider-Man ist frei. Das ist der Plan. Also gut. Sollten wir hinkriegen, denke ich. Er hat ihn stärker im Griff, als ich dachte. Also, den Symbionten schwächen, Kontrolle übernehmen und dann Spider-Man retten. Womit fangen wir an? Wir müssen rausfinden, woher sein Schmerz kommt. Komm mit. Ich führe dich an den dunkelsten Ort. Aber ich weiß nicht, was uns dort erwartet. Okay, der dunkelste Ort von Pete's Psyche. Let's go. Ist das? Das Raft. Traut es Heimlich allein. Das sind die Leute, die er gefangen hat. Es ist logisch, dass Spider-Man an diesen Ort denkt. Die meisten von uns sind seinetwegen hier. Er beschützt New York. Ja, aber eine Zelle ist womöglich nicht die Lösung für jedes Problem. Glaubst du, das weiß ich nicht? Pardon, Leute, kurze Unterbrechung. Weiter geht's. Oh. Hier unten. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ich glaube. Miles! Geht ja gerade nicht anders. Wow. Komm wieder zurück! Ist sicher frustrierend, Schurken einzubuchten, nur damit sie wieder fliehen und mehr Leid anrichten. Das gehört zum Job. Das weiß er. Was? Ich glaube an die zweite Chance. Sie hören einfach nicht auf! Das reicht! Hab's kapiert! Oh, oh, oh. Oh. Waren Sie das? Nein. Der Symbiont, er hat alle getötet. Problem gelöst. Das glaubt Pete aber nicht.
Nein. Aber er könnte sich so fühlen. Der Symbiont lässt ihn zweifeln. Oh. All diese Schurken. Er dachte, der echte Anzug ist die Lösung. Von der Decke fallen lassen. Krass, wie die jetzt hier alle so in den Wänden hängen. Bin das? Sie haben viel Schmerz verursacht. Diese Schuld werde ich für den Rest meines Lebens zurückzahlen. Da vorne ist was. Du bist fast da. Wow. Mays Haus. Ich habe Pete schon länger nicht nach ihr gefragt. Was ist mit mir los? Wenn man sich von einem Teil seines Lebens einnehmen lässt, vergisst man leicht den Rest. Oh je. Ja klar. Der Tod von Tante May aus dem ersten Spiel. Sieh mal, wer da ist. Komm her. Oh Mann. Der macht ihm natürlich immer noch zu schaffen. Gleichgewicht ist eine Reise. Kein Ziel. Das ist sie. Sie ist ihretwegen tot. Ich wollte sie nie verletzen. Dann können Sie es jetzt wieder gut machen. Falls ich das spüre überhaupt etwas da oben. Falls das überhaupt geht, aber ja, er will es ja wirklich. Er will sich wirklich bessern. Peter. Ihre Kraft hat denselben Effekt hier drin. Ja, ich glaube schon. Okay. Wir sind wohl bei Fies. Jetzt einen Tauchgang durch Pietes Geist zu machen, ist auch echt super. Mein ganzes Leben hat sich um diesen Ort gedreht. Näher werde ich wahrscheinlich nie wiederkommen, ihn mir anzusehen. Und das verdiene ich auch nicht. Hey, was hat sie angetrieben? Was wollten sie? Rache. Norman Osborn ist schuld, dass meine Eltern tot sind. Also machte ich es mir zum Ziel, ihm das Leben zur Hölle zu machen. Stattdessen hast du deinen Vater verloren. Peter hat May verloren. Und ich war zu stur, um zu erkennen, dass ich das geworden war, was ich hasse. Es tut mir leid, Miles. Das ist auch eine krasse Sache, dass in dem Spiel eben tatsächlich sowohl Schurken gezeigt werden, die die zweite Chance, die ihnen von den Spider-Man gegeben wird, tatsächlich nutzen, ne? Martin Lee oder Mysterio zum Beispiel, ne? Oder auch Tombstone aus dem letzten Spiel, ne? All die Leute, denen das tatsächlich zugute kam. Aber dann gibt's natürlich auch solche Schurken, die leider die Gnade von Spider-Man quasi ausnutzen, sie sogar mit einplanen, wie zum Beispiel Fisk, der Penner. Ah, tja, es gibt solche und solche. Man weiß nie. Ja? Da oben. Das ist die Quelle. Wenn wir das beseitigen, können wir ihn vielleicht retten. Das Grundprinzip von Spider-Man wird hier quasi sowohl bestätigt als auch widerlegt. Also es ist so ein Zwischending, ne? Es gibt Argumente dafür und dagegen und beide werden in diesem Spiel quasi präsentiert. Ach, krass. Nein, es muss auch anders gehen.
Vielleicht. Eine Option haben wir noch. Wenn ich meine Kraft in den Symbionten leiten kann, könnte ihn das neutralisieren und Peter befreien. Was passiert dann mit ihm? Das werden wir sehen. Wenn das meine letzte Gelegenheit ist, Ihnen was zu sagen. Ich verzeihe Ihnen nicht. Ich kann es einfach nicht. Aber ich kann diesen Hass nicht ewig mit mir rumtragen. Also klären wir das. Sie und ich. Bereit? Wie gefällt Ihnen das? Okay, Miles hat scheinbar eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Nice. Immer dann, wenn seine Gefühle quasi eine Art Wandlung durchmachen oder herausgefordert werden, dann entwickelt er eine weitere Fähigkeit mit seinen Venom-Kräften. Oh, tatsächlich, hier, guck mal. Galvanisierung Schockstarre. Wenn du einen Gegner mit Galvanisierung angehoben hast, halte Dreieck gedrückt, um ihn aus der Luft nach unten zu reißen, wobei am Landepunkt durch einen Bioelektrizitätsstoß Schaden verursacht wird. Hallo. Wir haben genau richtig viele Punkte, um genau das aufzuwerten. Sehr schön. Okay, ja klar, also Martin Lee ist nach wie vor der Mörder seines Vaters und das kann Miles natürlich nicht einfach so loslassen, auch wenn Martin Lee aufrichtige Reue für seine Taten zeigt und es wieder gut machen will und sich bessern will. Das alles macht seine Taten natürlich nicht ungeschehen und dementsprechend natürlich kann Miles das nicht einfach so fallen lassen, von jetzt auf gleich. Ne? So leicht kann man solche Gefühle einfach nicht loslassen, ne? Solche starken Gefühle vor allen Dingen. Deswegen, ja, vergeben ist die eine Sache, aber zumindest dem anderen irgendwie einen Schritt entgegenkommen oder so, das ist schon eher möglich und das will Miles zumindest tun. Immerhin. Also dann, Galvanisierung. Und jetzt noch Dreieck. Oh, oder Luftangriff? Warum haben Sie mir die Kräfte nicht erst verliehen? Die sind nützlich! Von mir hast du die nicht! Hab ich nicht? Boom! Und boom! Alles okay, Mann? Mir geht's gut! Kämpf einfach weiter! Oh! Jetzt gerade habe ich die Silbertrophäe weiterentwickelt bekommen. Ich denke mal, mit Miles erweiterten Venom-Fähigkeiten habe ich jetzt mittlerweile 100 KOs hingekriegt. Perfekt. Ja, gerade solche Sequenzen, wo wir dann eben im Geist von jemandem unterwegs sind, die eignen sich überraschend gut für solche Trophäen, ne? Also auch die Fähigkeit, mit der Miles Gegner an sich ranziehen kann. Die Trophäe, die damit zusammenhängt, haben wir auch ziemlich schnell in dieser Sequenz, in so einer Sequenz bekommen. Direkt nachdem wir die Fähigkeit freigeschaltet haben. Also, Hammer. Und boom! Und boom. Bam. Oh. Miles, ich danke dir, dass du mir vertraut hast. Tja, wie Sie sagten, man muss sein Bestes geben. Probieren Sie es vielleicht mal auf meine Art. Ich glaube nicht, dass ich ein überzeugender Held wäre. Man weiß ja nie. Ja. Richtig.
Und bam. Sehr gut. Bis jetzt läuft es mega. Wir können eine Fähigkeit nach der anderen rausballern. Hallo? Miles! Hilfe! Ich komme! Bin da. Oh. Okay. Button-Mashing, ich hab's mir fast gedacht. Geschafft. Komm schon, Spider-Man. Miles? Spider-Man! Spider-Man, wach auf! Los! Ich schaff das. Deine Anti-Venom-Angriffe verleihen Symbiontengegnern Anti-Venom-Status, sodass sie zusätzlichen Schaden erleiden. Hallo? Okay, ist Pete jetzt mit sich selbst im Reinen und kann die Symbiontenkräfte quasi für sich nutzen, ohne die Nachteile? Das ist mehr als ein neuer Anzug. Anti-Venom-Bombe. Yo! Und ich bekomme die Bronze-Trophäe Gegengift. Alter! Was ist das? Gute Frage. Wow. Was war das denn bitte? Die und ich haben den Symbionten in dir beseitigt, der noch da war. Um dich zu retten, musste er seine Kraft in dir entladen. Scheint gewirkt zu haben. Warte, ihr arbeitet zusammen? Ich konnte dich doch nicht sterben lassen. Miles, das ist... Langsam reicht ein einfaches Dankeschön nicht mehr aus. Ich weiß. Ist okay. Jo. Ich hab ihn nicht verdient. Vor allen Dingen reicht auch ein einfaches Ich bin stolz auf dich, glaube ich, mittlerweile nicht mehr aus. Du hast ihn so gut ausgebildet, sowohl was die kämpferischen Fähigkeiten angeht, als auch was die Moral angeht. Hammermäßig, Alter. Du konntest dir echt keinen besseren Schüler aussuchen, denke ich. Jawohl, Leute. Die Spider, also die, nice. Die Symbiontenfähigkeiten sind zurück, aber auf eine gute Weise. Okay, Anti-Venom-Sturm. Oh, ho! Sehr gut. Bam. Au. Hohoho. Jawoll. Ach ja, und noch eine Sache, bevor ich es vergesse. Respekt an die Synchronsprecher von Peter und Miles. Die müssen gerade in diesem Teil auch noch einmal wieder so viele verschiedene Emotionen zeigen. Und die machen das super. Das ist der Wahnsinn! Na, Großer, oh. Versuchen wir es doch nochmal! Bitteschön! Symbiont Koloss. Boom! Na komm schon. So. Oh, aua.
Okay. Wir haben dich wieder. Ich sollte mich wohl bedanken. Ich habe Jahre meines Lebens nur an Rache gedacht. Und dadurch alles verloren. Ihr habt mich daran erinnert, dass ich nicht so bin. Hilfst du einem, hilfst du allen. Wo wollen Sie hin? Die Dinge richtig stellen. Auf deine Art. Wow. Deinen größten Gegner zu läutern. Das habe ich noch nie geschafft. Vielleicht hatte MJ recht. Wozu braucht die Stadt mich, wenn sie dich hat? Weißt du, ich glaube, diese Stadt kann gut zwei Spider-Man brauchen. Verschwinden wir von hier. Mega geil. Sehr gut. Die Dinge richtig stellen, abgeschlossen. Was die Fertigkeiten angeht, Fähigkeiten von Pete. Kann ich dann noch auf die Spinnenarmfähigkeiten umswitchen? Ja, kann ich. Okay, Anti-Venom-Schlag, Anti-Venom-Bombe, Spider-Sperrfeuer. Ich stelle nochmal auf die Spinnenarmfähigkeiten um. Einfach nur, weil ich ja immer noch die K.O.s damit brauche. Aber sobald ich die Trophäe dafür habe, werden wir auf jeden Fall wieder zu den Anti-Venom-Fähigkeiten umswitchen. Definitiv, Leute. Eine Spur von Harry? Noch nicht. Kam was dazwischen. Ich glaube, Miles hat mich gerade gerettet. Was ist passiert? Es gab noch einen Symbionten in mir. Er hat die Kontrolle übernommen. Aber Martin Lee hat mir seine Kräfte gegeben. Ich fühle mich anders. Die Stimmen sind weg, aber die Kräfte sind noch da. Das ist unglaublich. Und Pete, damit du es weißt, ich habe meinen Namen von dem Artikel entfernen lassen. Und meinem Vermieter gekündigt. Und was heißt das? Das heißt, wenn die Welt in ein außerirdisches Ödland verwandelt werden sollte, würde ich mit niemandem lieber im Schleim stecken als mit dir. Ah, geht mir ganz genauso. Halt nach Harry Ausschau. Ich melde mich, wenn ich was höre. Okay, während der Suche nach Harry sollte Spidey auch noch anderen helfen. Oh. MJ hat gerade gesagt, lass uns zusammenziehen. Ist das nicht schön? Okay, hier ist noch immer eine gesperrte Aktion, wie es scheint. Bei anderen Bezirken ist das, glaube ich, nicht mehr der Fall. Das heißt, es fehlt echt nur noch hier unten irgendetwas. Und überall anders haben wir quasi alle Nebenaktivitäten, die wir bräuchten, abgeschlossen. Wir müssen sie teilweise nur noch finden. Interessant. Okay, kommt vielleicht noch irgendwas, irgendein Anruf oder so, der vielleicht die letzte Aktion noch enthüllt? Keine Ahnung. Ich sehe auf jeden Fall einen weiteren Spider-Bot. Den hole ich mir, solange ich ihn da noch sehe. Mitten in dieser beispiellosen Zeit der modernen Geschichte erhebt sich ein Held um sein... Sorry, dass ich dich unterbreche, auch wenn ich's zugegebenermaßen doch sehr gerne tue. Klassischer Mysterio Spider-Bot und noch ein mysteriöser Spider-Bot. Es kommt mir so vor, als würde mir mein Verstand einen Streich spielen. Kostüm zu wechseln! Welche Preisverleihungsshow zwingt Spider-Man dazu, lieber ständig das Outfit zu wechseln, statt den Behörden tatsächlich mal zu helfen? Ich weiß nicht, was er für ein Spiel spielt, aber seine Garderobe scheint ihm wichtiger zu sein als der drohende Untergang dieser Stadt. Grausige Kreaturen machen die Straßen unsicher, aber die Spider-Man haben... Sorry, ich will nur ganz kurz gucken. Ah, okay. Eine Erinnerung von Marco, die da hinten irgendwo zu sein scheint. Alle neue Outfits für das Ende der Welt. Ist das nicht tröstlich? War es je offensichtlicher?
wir sind ihnen egal. Selbstsüchtige, egoistische Soziopathen. Ich sage Ihnen, in all den Jahren hätte ich nicht gedacht, dass das meine Meldung zum Weltuntergang sein würde. Aber das Leben ist eben voller Überraschungen. Das Einzige, worauf wir zählen können, ist, dass die Spider-Man nur das tun, was für sie selbst am besten ist. Ja, genau das wollte ich. Markus' Erinnerung entdeckt. So. Genau das wollte ich erreichen, weil ich eben... Ein Sandkristall? Ja, weil ich... Och, Menno. Überall? Weil ich eben von Weitem schon diese Sandstaubwolke gesehen habe. Da dachte ich mir, okay, dann werde ich mal dorthin gehen. Und hier in der Ecke ist mit Sicherheit auch irgendwo das Prowler-Versteck. Vielleicht sogar auch der letzte Spider-Bot in diesem Bezirk. Wir werden sehen. Mein Hauptziel war es eben, Markus' Erinnerung schon mal auf der Map zu haben. Und da, wenn wir schon hier sind, machen wir die natürlich auch direkt. Aber erst im nächsten Part. Ne? Nicht heute. Ja, J. Jonah Jameson, was soll man dazu sagen? Ne? Wie jetzt? Er soll nicht die Anzüge wechseln und stattdessen tatsächlich mal den Behörden helfen. Heißt das, bevor er die Anzüge nicht gewechselt hat, hat er den Behörden geholfen? Hey, wenn der Typ jede Gelegenheit nutzt, um Sachen falsch zu verstehen, warum sollten wir das nicht auch bei ihm machen? Ne? Wir zahlen uns ihm quasi mit gleicher Münze heim, nur halt kehren wir die Sachen eher ins Positive, anstatt ins Negative. Wir versuchen es zumindest. Ne? Naja, ihr wisst ja bereits, was meine Meinung zu J. Jonah Jameson ist, was generell, ich denke mal, die allgemeine Meinung zu ihm ist. Selbst die Leute innerhalb des Spider-Man-Universums denken zum größten Teil so über ihn. Tja, ist eben so, kannst du nicht ändern. Haters gonna hate, was willst du machen? Gut, Leute, dann würde ich an der Stelle für heute Schluss machen und dann sehen wir im nächsten Part, was hinter dieser Erinnerung von Marco steckt. Ich glaube, dann könnte es sein, dass wir alle Erinnerungen von Marco gesammelt haben. Mal gucken, was wir sonst noch hier in der Ecke entdecken werden. Wir werden sehen. So oder so würde ich an der Stelle für heute sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!